Your former life was in a bliss of ignorance, until you've awakened to the darkness waiting on the doorstep of our fragile dimension. Something terrible left its eons-old slumber, and the reality, as we knew it, collapsed. The city of Arkham was pulled to somewhere not of this world, and its residents are in the shadows of true terror. As a survivor of this catastrophe, you should investigate the strange occurrences in the city and survive the rising darkness, physically and mentally, if possible. Die Schrecken von Stygnia machen vor keinem Geschlecht halt. Das Geschlecht kann allerdings eine Rolle bei gewissen Ereignissen und Dialogen spielen, um zusätzliche Rollenspiele zu ermöglichen. Ich sehe mich bei männlich. Alter. Junge Charaktere sind am Gipfel ihrer körperlichen Leistungsfähigkeiten, aber ihnen fehlt noch die Erfahrung älterer Charaktere. Beginne das Spiel mit einem Bonuspunkt in Körperbau, Geschick und Sinn. Geschick oder Sinn, aber es werden zwei Fertigkeitenpunkte abgezogen. Erwachsene Charaktere weisen ein ausgewogenes Verhältnis von körperlichem Leistungsvermögen und Lebenserfahrung auf. Sie beginnen das Spiel mit den üblichen Werten bei Attributen und Fähigkeiten. Alte Charaktere haben körperlich schon abgebaut, aber sie haben wesentlich mehr Lebenserfahrung als junge Charaktere. Beginnt das Spiel mit einem Abzug auf Körperbau, Geschick oder Sinn, aber erhält zwei Fertigkeitenpunkte mehr. Ich sehe mich bei Jung und bei Geschick. Körperbau ist eigentlich auch gut, aber ich glaube Geschicklichkeit ist erst so meins. Archetyp, Akademiker, Aristokrat, Darsteller, Entdecker, der hat eine Nitro. Ermittler, und Detektiv, da sehe ich mich eigentlich auch. Okkultist, Soldat ist auch nicht bad. Verbrecher. Akademiker. Dieser Charakter war Forscher an der Miskatonic Universität. Bei einer Expedition in fernen Länder ahnte er nicht, welche Grauen in der eiskalten Einöde warten würden. Die Fähigkeiten Medizin, Psychologie und Wissenschaft können auf die maximale Stufe gebracht werden. Okay. Dann gibt es hier noch Untergruppen. Wissenschaftler sehe ich mich aber nicht so. Aristokrat. Nach dem Tod der Mutter ist dieser Charakter der einzigste Überlebende eines Adelsgeschlechts. Die Erinnerungen, die seine Rückkehr zum Anwesen der Familie heraufsteigen ließ, waren nicht alle angenehm. Die Fertigkeiten Okkultismus, Wissenschaft und Rhetorik. Ach, Rhetorik. Ach so, okay, das ist immer nur maximale Stufe, was da hochgepackt werden kann. Patrizia, verfluchte Blutlinie, okay, Neureich. Okay, Kritismus. Beginnt im Spiel zusätzlich ein Geschmeide. Was ist denn Geschmeide? Niedrigerer Sexappeal, okay. Darsteller. Dieser Charakter war Mitglied einer reisenden Theatertruppe. Ach ja, ach so. Er war von einer Frau nach Arkham eingeladen, die eine Privatvorstellung in ihrem Herrenhaus wollte. Wie konnte man schon zu so einer exquisiten Bewunderin Nein sagen? Enthusiastische Bewunderin, was ist denn los? Nein sagen. Die Fähigkeiten Sportlichkeit, Rhetorik und Heimlichkeit. Okay, also so ein bisschen deep-mäßig. Entdecker. Dieser Charakter ist ein professioneller Jäger und Abenteurer. Bei der Erforschung des dunklen Kontinents traf er auf einen uralten Stamm. Doch was ihm... Doch was ihm wie Stammesaberglauben erschien, sollte ihn später noch heimsuchen. Sportlichkeit, Schusswaffen, Überlebenskunst, das ist nicht schlecht. Ermittler, da sehe ich mich eigentlich.
Dieser Charakter ist ein Privatermittler, der für das Boston Bureau of Investigation gearbeitet hat. Sein letzter Fall war die Suche nach einem vermissten Kind. Doch das war beileibe keine gewöhnliche Entführung. Was ist denn los? Ermittlungsschusswaffen und Psychologie, das ist, da sehe ich mich. Was haben wir denn da? Achso, was hatten wir denn für Untergruppen? Aristokrat, das hatten wir. Darsteller, Schauspieler, Straßenkünstler, Jongleur, Filmschauspieler. Entdecker, Abenteurer, Vorläufer, Großwildjäger, Bergstein, okay. Detektiv, Kopfgeldjäger, Ex-Bulle, Detektiv für Okkultes, Okkultist. Dieser Charakter ist Mitglied einer Geheimgesellschaft. Bisher hat ihm die Unterstützung des Ordens das Leben leicht gemacht. Aber der Initiationsritus. Um den inneren Zirkel beizutreten, führt zu ein paar Komplikationen. Geheimgesellschaftler, verdorbener Okkultist, Magnetiseur, Alchemist, Soldat. Dieser Charakter nahm an einem geheimen Regierungsangriff auf ein abgeschiedenes Dorf an der Küste teil. Doch der Gegner, auf den sie trafen, war nicht ganz menschlich. Okay. Offizier, Türsteher. Oh, und dann haben wir noch den Verbrecher. Verbrecher. Dieser Charakter war ein bezahlter Schläger eines Gangsterboss. Am Ende einer langen Arbeitsnacht voller Schutzgelderpressung war seine letzte Anlaufstelle ein Nachtclub, der auf ganz besondere Unterhaltungswünsche seiner Gäste einging. Gangster, Dieb, Betrüger, Auftragskiller. Plus 50 Angst. Das ist ja krass. Du warst ein Auftragskiller für die Mafia. Obwohl sie tot sind, scheinen deine Opfer dich noch immer zu begleiten. Ach, das ist dann... Angst ist wahrscheinlich ein Minus-Stat für mich, oder? Dass das so umfangreich ist, habe ich echt nicht mit gerechnet. Das ist aber... Angst ist doch... Ich dachte kurz, dass Angst vielleicht sowas ist wie... Beginnt das Spiel mit der Fähigkeit ein gezielter Schuss? Minus 50 klingt halt schon extrem viel. Oder plus 50. Faktforschung, ha. Ich sehe mich eigentlich beim Detective, beziehungsweise Kopfgeldjäger. Plus Einheimlichkeit kann nur von materialistischen Charakteren gewählt werden. What? Ex-Bulle. Minus 5 Gesamtfassung. Plus 50 Angst. Warum denn schon wieder Angst? Du bist auch früher schon bei Fällen auf das Übernatürliche gestoßen. Noch heute sucht dich die Erinnerung daran heim. Boah, ich kann mich echt nicht entscheiden. Aber ich... Ich sehe mich beim Detektiv. Und dann bin ich ein...
So sehe ich mich. Sehe ich mich beim Expolen. Das ist der Beruf und das allgemeine Thema deines Charakters. Der Archetyp bestimmt die Fertigkeiten-Einsatz. Das ist der Beruf und das allgemeine Thema deines Charakters. Der Archetyp bestimmt die Fertigkeiten-Satz, mit dem dein Charakter sich im Laufe des Spiels besonders hervortun wird und der besondere Rollenspielmöglichkeiten eröffnet. Was ist das denn alles? Die erste Folge wird ganz schön viel Cutten werden. Glaubenssystem. Das Glaubenssystem bestimmt, wie dein Charakter mit der pervertierten Realität des neuen Arkhams umgeht. Spiele deinen gewählten Glauben auch angemessen aus, um wertvolle Fassungspunkte zu erhalten. Humanist, im Laufe der Jahrtausende hat die Menschheit zahllose Bedrohungen überstanden. Wenn wir nur aufhören, die Hände zu ringen und endlich zusammenzuarbeiten, wird der menschliche Geist auch das überstehen. Du kannst zusätzliche Fassung erhalten, wenn du humanische Dialoge auswählst und selbstlos handelst. Das ist nicht so meins. Materialist. Wir werden alle sterben, daher wollten sich unsere letzten Tage wenigstens lohnen. Reichtum, Leidenschaft und Macht. Gib dich dem hin, was deinen Schmerz lindert. Nihilist. Endlich gibt's keine Zweifel, dass menschliche Wesen keine Bedeutung für die kalten Gefühle des Kosmos haben. Daher sind sämtliche Handlungen von derselben Bedeutung oder Bedeutungslosigkeit. So war es immer und so wird es immer sein. Du kannst zusätzliche Fassungspunkte erhalten, wenn du nihilische Legozoge auswählst. Wir können durch ihre Taten keine Fassung gewinnen. Beginnen das Spiel aber mit einer... Okay. Gläubig. Der schwarze Tag ist Gottes letzte Prüfung für die Menschheit. Der schwarze Tag ist Gottes letzte Prüfung für die Menschheit. Wir haben ihn einmal enttäuscht, doch nun haben wir eine letzte Chance auf Erlösung. Wer überlebt hat, dem wurde die Gunst aus einem guten Grund gewährt, um zu beweisen, dass die Menschheit keine hoffnungslose Falle ist. Rational, ganz egal wie ungewöhnlich oder verblüffend. Keine Phänomene ließen sich nicht im Rahmen von Wissenschaft und rationalem Denken erklären. Es muss eine Erklärung geben. Jeder muss sie nur noch suchen und finden. Jetzt muss man sie nur noch suchen und finden. Esoterisch. Wenn das Übernatürliche zum Natürlichen wird, bleibt als einziger Weg, sich dem Wissen um die uralten Kräfte hinter dem Schleier hinzugeben. Wir müssen auf die verborgenen Künste zurückgreifen und unser Potenzial umzusetzen, um zu überleben und schließlich zu herrschen. Ich sehe mich am ehesten bei Rationalismus. Also Teamwork ist gar nicht so meins. Glauben auch nicht. Materialismus ist mir eigentlich auch scheißegal mit Geld und so ein Zeug. Das hier verstehe ich nicht ganz. Okkultismus sehe ich mich auch nicht. Das verstehe ich nicht 100% in der List. Das ist ja auch eher sowas wie alles egal. Es gibt keine Zweifel, dass menschliche Wesen keine Bedeutung für die kalten Gefüge des Kosmos haben. Daher sind sämtliche Handlungen
von derselben Bedeutung oder Bedeutungslosigkeit. So war es immer und so wird es immer sein. Du kannst zusätzliche Fassungspunkte erhalten, wenn du Dialogzeilen auswählst. Können durch ihre Taten keine Fassung gewinnen, beginnt das Spiel aber mit einem höheren mentalen Widerstand. Das ist eigentlich auch eher noch sowas wie, es ist alles komplett egal, ich glaube, ich sehe mich da am ehesten. Identität des Charakters. Was haben wir denn hier? Huh? Wait. Identität des Charakters. Such dir aus, wie dein Charakter visuell im Spiel dargestellt wird und gib ihm einen Namen. Achso, das ist einfach nur Optik. Was war ich denn? Ich war ein Detektiv, ne? Ach, hier gibt's ganz viele, das ist ja cool. Das ist ein Forscher. Ich sehe mich, um ehrlich zu sein. Ich sehe, spielt es eine Rolle? Ich schätze mal nicht. Ich sehe mich hier. Machen wir nur Toftel. Oh. Attribute, Fähigkeiten. Fertigkeiten. Was haben wir denn? Körperbau. Körperbau bestimmt die allgemein körperliche Verfassung und kommt oft bei der Fertigkeit Nahkampf und Überlebenskunst zum Einsatz. Geschick bestimmt über die allgemeine Beweglichkeit des Charakters und wird oft mit der Fertigkeit Sportlichkeit, Schusswaffen, Nahkampf, Listigkeit und Heimlichkeit eingesetzt. Ha. Achso, da sieht man sogar, was du dafür brauchst. Also ich sehe mich, wir sind ein Detektiv, ein Ex-Cop. Ich sehe mich eigentlich bei heimlich und listig, dass ich so sneaky bin. Sinne ist aber auch ganz schön hoch bei mir. Sinne passt auch gut mit Heimlichkeit, das ist eigentlich geil. Sinne bestimmen darüber, wie gut der Charakter die Außenwelt wahrnimmt und kommt oft bei der Fertigkeiten Schusswaffen, Ermittlungen. Ja, okay, das haben wir alles. Verstand. Verstand bestimmt sehr wohl über das angesammelte Wissen, als auch über die kognitiven Fähigkeiten und wird bla. Wille ist das Attribut für Selbstbeherrschung und den Einsatz spiritueller Kräfte. Öde. Präsenz. Präsenz bestimmt über die Attraktivität deines Charakters, sowohl über dessen Charisma und Charme. Meist wird es mit der Fertigkeit in Rhetorik eingesetzt. Ha. Beeinfluss anderer mit Worten, das übersteht. Okay. Interessant. Ermittlung. Ist die Fertigkeit für das Beobachten, das Zielen von Schlüsseln? Ach, Schlüsseln, ja, okay, zusammen, okay. Die Suche nach Hinweisen, ja gut, da sehe ich mich. Ich hab mir nicht sehr viele Punkte, fällt mir gerade auf. Okay. Ich habe ja scheinbar nicht sehr viele. Da sehe ich mich eigentlich. Ich glaube, so sehe ich mich. Verteile die... Achso, ich habe hier noch einen. Gehen wir auf 2 auf Ermittlung. Ich bin ein guter Detektiv. Toftel, Ermittler, jung, männlich, bla, Ex-Bulle. Status gesund, gefasst. Dann wollen wir mal. Reise nach Dachboden. Wie Dachboden?
Drogen sind manchmal das einzige Mittel, um körperlich und geistig zu überleben. Stygian Tales, the Doom that came to Arkham. Hinten irgendwie ein Kult. Da laufen wir weg. Interessant. Und damit sage ich dann jetzt einmal Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von dem Spiel, dessen Namen ich nicht mehr gerade im Kopf habe. Es ist ein Point-and-Click-Adventure, soweit ich richtig weiß. Ich habe bis jetzt, glaube ich, noch nicht allzu häufig Point-and-Click-Adventure gespielt, vielleicht ein oder zwei Mal. Deswegen muss man sich erstmal reinfinden. Charakter. Tagebuch. In den Fußstapfen des Unheimlichen. Finde den Unheimlichen. 2. Lampe in der Finsternis. Folge den Unheimlichen auf die Straße von Arkham. Warum ist die Truhe hier verschlossen? Kann ich da nicht dran? I gab's Inventar. Was haben wir hier? Leerer Kerosinkanister. Kerosin. Was? Leerer Kerosinkanister. Kerosinkanister. Das ist aber nur ein Eimer. Ja, und eine Lampe. Fallen lassen. Heimlichkeit. Okay. Oh, das ist grell. Weg damit. Dann feuern wir den mal. Sehe nämlich keinen Schlüssel. Irgendwie Sachen highlighten, weiß ich nicht. Es ist zu dunkel ohne Licht. Okay. Inventar. Da kann ich dich nur fallen lassen. Muss ich dich in die Hand ziehen? Ja. Okay. Ist immer noch verschlossen. Auch mit Licht an ist es verschlossen. Dann gehen wir raus. Das ist ja kein nettes Zimmer, wo wir da waren. The cook is dead, only serving cans. Haben wir noch eine Lampe? Kann man nichts mitmachen. Schöner Artstyle. Sieht ja in der Tat schon relativ runtergekommen aus. Sprinten. Okay. Wait, ist alles ein Bild? Scheint so. Erfüllen wir der Person erstmal. Honest Builds Shop. Pawn. Buy, sell, rent. Best deals on guns.
Was ist das denn hier? Tanzen. Überall tanzen sie. Nicht einfach nur zu tanzen. Jetzt sind wir wieder wach und es scheint Fassung verloren. 15 Horrorleben. Ach, erlebt. Tagebuch aktualisiert an den Tor der Miskonatik. Tagebuch. In den Fußstapfen der, und das hatten wir gerade schon, an den Toren des Miskatonik. Untersuche den Eingang zur Miskatonik-Universität. Komme ich jetzt da dran? Jetzt komme ich da drauf. Was habe ich denn hier alles? Bin ich Alkoholiker? Oh. Cool. Was ist das hier? Lagermaterial. Gesundheitsspritze, die kann man unten reintun. Na, tun wir ihm auf die 5. Detektivlizenz. Das Boston PD hat dir mit dieser Lizenz die Genehmigung erteilt, als Detektiv zu arbeiten. Okay. Marschverp. Was? Ach, Marschverpflegung. Und eine Flasche mit sauberem Wasser. Leeres Notizbuch. Karte. Hm. Da kann ich nicht mehr dran. Was ist das? Dieses verfaulende Möbelfragment deutet auf die Kunstfertigkeit eines talentierten Tischlers hin. Wie herzzerreißend es wohl für ihn wäre, sehen zu müssen, dass sein Werk nur noch Trümmer sind. Was ist denn das? Das ist einfach nur eine Kiste. Und da war wahrscheinlich mal so eine Garderobe, so ein Schrank. Wie nennt man das? Kommode? Es ist zu sehr mit... Was? Er ist zu sehr mit Spielen beschäftigt. Wir sind hier mitten im Gespräch. Ich habe keine Zeit für sowas. Du siehst Marino, den Leiter von Bartenden. Marino, den Leiter und Bartender des Old Eels. Er ist nun schon seit fast einem Jahr dein Gastgeber, wofür er dir regelmäßig deine knappen Ressourcen abknöpft. Er hat die Tendenz, dich bei jeder sich bietenden Gelegenheit völlig auszunehmen. Okay. Guten Morgen, Cornotto. Wenn man dieses niemals endete bisschen Zwielicht einen Morgen nennen kann. Was war das für ein Aufruhr dort oben? Schlecht geträumt? Das könnte man so sagen. Kannst du noch Traum von Wirklichkeit unterscheiden? Das ist nichts, was dich etwas angehen würde. Wenn der mich jedes Mal ausnimmt, dann habe ich auch keinen Bock, mit ihm zu sprechen. Die Dinge, die in meiner Bar passieren, gehen mich etwas an, Cornato. Täuscht dich das bloß nicht, oder du findest dich draußen im Rinnstein wieder. Du weißt, was da draußen wartet, fortsetzen. Wo du schon mal wach bist, können wir über die Kippen reden, die du mir schuldest.
Du warst gestern zu besoffen, zum Bezahlen und meintest zu mir, ich soll dich später daran erinnern, weißt du noch? Aber ich sehe an mir keinen blauen Fleck und wenn ich unverletzt bin, muss ich die Rechnung wohl beglichen haben. Ich habe gestern nichts getrunken. Marino. Dieser Trick wird langsam alt, Marino. Im Ernst, habe ich so viel getrunken? Wie viel schulde ich dir? Oh, nice. Er scheint von deinem Argument entmutigt. Ich bin nicht in der Stimmung für solche Debatten. Am Ende kriege ich so oder so irgendwann all deine Kippen. Bis später, Konotto. Dialog beenden. Kann ich auch Teamkameraden, scheinbar? Wenn sie mich jetzt entschuldigen würden. Wir sind hier mit einem Gespräch. Ich habe keine Zeit für sowas. Du siehst einen exzentrischen Mann mittleren Alters, der komplett auf die Partie Dart konzentriert ist, die er gegen sich selbst spielt. Dieser merkwürdige Kerl strahlt förmlich begeistert aus. Lust auf eine Partie Dart? Aber hat nicht jeder einen Tag die Gelegenheit, man hat nicht jeden Tag die Gelegenheit, gegen den Weltmeister anzutreten. Er reicht einen seiner Pfeile an dich weiter. Wer sind Sie, Weltmeister? Spielen wir. Gibt es einen Preis? Wiedersehen. Wer sind Sie? Habe ich dir das nicht gerade eben gesagt? Ich bin der Weltmeister im Dart. Man nennt mich auch Herrscher. Ah, ich spüre wieder die Zeichen. Eine neue Herausforderung nähert sich, ein neuer Dummkopf, den es zu bezwingen gibt. Geld, bist du das? Ja, ich bin der Weltmeister. Natürlich überrascht. Hast du irgendeine Ahnung, was mit dem Rest der Welt passiert ist? Klopf, klopf, jemand zu Hause, niemand da. Ach, auf Nimmerwiedersehen. Er wirft einen Pfeil. Die Erde hat doch ohnehin nur noch genervt. Hier gibt es noch einen Weltmeister, Herrscher, den Herrn der Dartpfeile. Er wirft noch einen Pfeil auf das Brett. Damit bist du der Weltmeister im Dart. Bist du jetzt bereit zu spielen? Ach, damit bin ich. Gibt es einen Preis? Preis? Nichts reicht an der puren Nervenkitze von Dart heran. Tabak? Quatsch. Aber den Schaft in der Hand zu spüren und zu sehen, wie die Spitze sich tief in das Brett bohrt, das ist unbezahlbar. Und der Preis? Du willst Zigaretten? Dann gewinn gegen mich. Besiege den Weltmeister und du kriegst mehr Zigaretten, als du rauchen könntest. Weißt du, ich war Handelsvertreter für Tom Watchers Zigaretten. Bevor ich meine wahre Bestimmung fand und Weltmeister wurde, verflucht seien diese Tage, Herrschel. Geh nach Marine, geh nach Boston. Herrschel, deine Verkäufe gehen zurück. Wir sind enttäuscht, Herrschel. Ich verstehe. Wo sind sie jetzt? Ha! Unzufriedene Bastarde. Er wirft einen Pfeil. Der alte Herrschel ist mit ihnen verschwunden. Er wirft noch einen Pfeil. Jetzt gibt es noch den einen. Noch einen Weltmeister. Noch einen. Den einzigen Weltmeister. Spielen wir. Jetzt redest du vernünftig. Er beginnt dir die Regeln des Spiels mit etwas zu viel Begeisterung zu erklären. Stelle dein Können einer Partie Dart gegen, okay? Probe Agility. Drücke F1, um mehr über die Steuerung zu erfahren. Hab ich gewonnen? Yes! Easy Game! Heschel sieht aus, als ob er jeglichen Antrieb. Er sieht aus, als ob er jeglichen Antrieb verloren hat. Blickt man in seinen ausdruckslosen Augen, hat man das Gefühl, direkt in einen dunklen Abgrund zu starren. Er beginnt zögerlich zu sprechen. Betrug! Ich habe nicht betrogen. Dürfte ich jetzt meine Kippen haben? Sieh das ein, Herrschel, du hast verloren. Sie ist einer, du hast verloren. Betrug! Oh, komm schon. Sieht so aus, als wäre ich der neue Weltmeister. Sei kein Spielverderber, ich habe gewonnen.
Betrug. Mit jeder Wiederholung klingt seine Stimme immer weniger rational, bis sie sich schließlich in ein wildes Geheul verwandelt hat. Ich will meine Kippen. Alter, bist du bescheuert? Der hat mich mit einem Pfeil abgeworfen. Was habe ich da gefunden? Was war das? Wo ist das? War das, oh, das war ein Kippen. 40 Kippen, nice. Drücke F1. Ah. Oh, was ist das denn alles? Oh, es gibt richtige Kämpfe. In dem Mike the Magic? Ich meine, es ist Mike the Magic, oder? Rechtsklick. Kann man auch untersuchen, okay. Schaut man sich die Etiketten an, scheinen die Regale auf den ersten Blick mit allerlei exotischen Getränken erfüllt zu sein. Doch die Flaschen enthalten alle den gleichen billigen Fusel, der Marino bei der Mafia kauft. Dieses Grammophon wurde in besseren Zeiten vor den Design Co. hergestellt und lässt das neueste und beste Medium der Audiotechnologie auf den Teller rotieren. Die Vinylplatte. Ja, die Vinylplatte ist schon nice. Die Fässer, die als einfache Tische dienen, stinken immer noch nach abgestandenem Alkohol und haben einen klammen, holzigen Geruch, bei dem es einen in der Nase juckt. Eine wellige Touristenwerbung für Marinos Heimatstadt in Norditalien. Er wird wohl nie wieder die kühle Brise an der Adria spüren. Dieser arme, ausgestopfte Fisch ist in der Zeitlosigkeit gefangen. Was ein krassen Gegensatz zu der Freiheit steht, die er einst im Miskatonic und anderen Flüssen der Nähe genoss. Achso, das ist schon mal ein Fluss. Und damit sage ich dann erstmal für die erste Folge vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like und ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.